Willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal nicht irgendwo unterwegs, sondern zu Hause. Mit dem Dicken. Es geht heute darum, was mit dem Dicken passiert. Mit CLS. Um den da hinten, um den gibt es in der nächsten Folge. Ja, wo soll ich anfangen, Alter? Ja, der war halt zu verkaufen seit September. Wir haben sich auch extrem viele Leute gemeldet. Als ich ihn rausgenommen habe, über 16.000 Aufrufe, 400 Mal gemerkt. Und wirklich jeden Tag haben Leute angerufen, ne? Jeden Tag haben Leute angerufen, geschrieben. Alter, ich glaube, ihr müsst das so parodieren, Alter. Was sieht da für Leute meinen? Auf jeden Fall, das habe ich gemacht, seitdem wir keine Videos machen. Ich musste den NTK-Kühler wechseln, den jeder als Ladeluftkühler kennt bei der Karre. Ist eigentlich nur ein Wasserkühler für den Ladeluftkühler. Das ist halt zwischen dem Motor bei dem. Ich hatte einen Getriebeschaden. Den habe ich halt machen lassen. Service ist neu, der hat mittlerweile TÜV und der ist halt jetzt abgemeldet. Der ist ja über den Winter steht jetzt hier rum. Ich habe eine Abdeckung bestellt. Habe ich noch gar nicht aufgemacht. Kam gestern erst an, aber Auto ist nass. Ich habe keinen Bock, den zu trocknen. Also warte ich jetzt noch ein bisschen Sonne scheint, bis der selbst trocknet und dann machen wir das. 3 Stunden später. Okay. 3XL. Das ist doch ein CLS. Egal, mach ich jemand anders. Bevor wir jetzt ins Auto gehen und quatschen, reden wir erstmal darüber. Irgendwas anderem, was wir jetzt sagen wollen. Kofferraum ist nackt. Weil wegen Wasser. Ich hatte ja am Anfang irgendwann mal gesagt, dass das Auto Wasser im Kofferraum kriegt. Und das war diese seitliche Klappe. Naja. Da ist so eine Licht. Da ist so eine Lüftungsklappe. Da kommt eigentlich ständig Wasser rein beim Fahren. Die haben wir jetzt abgeklebt, weil der ist ein reparierter Unfallschaden und das Blech an der Stelle ist nicht so schön, also da ist so eine Stelle, wo immer Wasser reinkommt, habe ich halt abgedichtet. Und jetzt stand er hier rum, es hat ja viel geregnet und dann habe ich immer gesehen, okay, da ist wieder Wasser drin. Und das kommt diesmal von diesem Plastikclip hier. Kann man auch einmal drunter gucken. Boah, schon wieder Licht. An diesem Clip, da sieht man sogar, da ist sogar ein Tropfen dran und das läuft halt alles auf diesen Druckluft-Tank hier, sieht man tropfenweise. Die anderen, hier sieht man das an der Stelle, die haben so eine Gumminase dran als Dichtung. Und wenn die fehlt, also irgendein Schlauberger meint, ich nehme einfach mal die normalen Clips und mache das da fest. Das dann gemacht und diesen Schlauberger kennen wir, glaube ich, sogar. Auf jeden Fall, deswegen läuft da wieder Wasser rein und die müssen dann getauscht werden. So, nächste Baustelle am Auto. Ja. Ich fällt gerade auf, wir haben noch gar nicht gesagt, dass die Felgen drauf sind, ne? Baum abgemeldet und die Saisonkennzeichen. Ganz einfach. Vormittag ist einfach kein Termin. Wegen dem Lockdown ist das so schwierig. Und da dachte ich mir, statt sowas melde ich den einfach ab und dann April oder Mai irgendwie melde ich den wieder an von März bis November oder so. Mal gucken. Ja, seitdem steht der wieder. Irgendwas wollte ich noch machen. Also mit dem Getriebeschaden war das eigentlich ziemlich nervig, sage ich mal. Und ich fahre das Auto seitdem eigentlich gar nicht mehr. Ich hatte das Getriebe halt repariert. Irgendwann im Oktober hatte ich einen Schaden. Dann habe ich halt noch TÜV gemacht im November und seitdem bewege ich die Karre eigentlich gar nicht mehr. Auf jeden Fall egal, kommen wir zum Getriebeschaden, wie das war. War auf der Autobahn. Das war auch der Stimme da dran. Ist mitten im Kickdown passiert. Ganz normal die A2 bin ich aufgefahren. Da bin ich schon 30 Kilometer Autobahn vorher schon gefahren. Also war 100%ig warm alles.
im Kickdown bei der Auffahrt im zweiten Gang. Hast einmal so einen Ruck gespürt und dann hast du nur eine Drehzahl fliegen sehen. Einmal knapp in Drehzahl begrenzt, dann wieder runter und dann hast du schon gespürt, irgendwas stimmt nicht. Warum ich das Getriebe eigentlich zerstört habe, war, weil ich so weitergefahren bin. Das soll man niemals machen. Ich dachte, ach komm, fährst du mal irgendwie. Ja, gut Glück, ich habe jetzt keinen Bock auf Autobahn stehen zu bleiben, war eh nicht mehr weit. Ich glaube, 8 Kilometer oder so bin ich gefahren. Und da wusste ich halt noch nicht, wie ich da reingekackt habe. Das Problem war, ich habe den Wandler zerrissen. Also, was heißt ich? Der Drehmoment hat den gesamten Wandler zerrissen, das gesamte Öl ist da rausgelaufen. Und ich bin das Getriebe halt trocken gefahren. Ich dachte erst, der wäre vielleicht im Notlauf irgendwie, der ist im dritten Gang stecken geblieben und schaltet nicht mehr. Weil der ist so schwer hochgegangen, natürlich kein Öldruck. Deswegen konntest du den auch kaum anfahren. Der Drehzahlunterschied war riesig. Das Auto war bei 300.000 Touren, ist immer noch nicht angefahren gefühlt. Und ja, dann habe ich schnell abschleppen lassen und als ich angekommen bin, ging gar nichts mehr. Ich konnte noch nicht mal mehr die Gänge, vom P ging der nicht mehr auf D oder auf R. Der war halt komplett am Ende. Oder schön. Ja, abgeschleppt. Natürlich bei Bekannten, bei Autoservice aktiv in die Werkstatt. Haben wir hochgekommen, direkt gesehen, okay. Wandler tot, kommt überall Öl raus. Dann habe ich halt auch schon Restöl abgelassen, das bisschen, was da noch drin war unten. Ölwanne abgemacht, dann hast du schon überall Späne gesehen. Also ich habe das Getriebe eigentlich nur noch trocken gefahren und so habe ich den Rest gekillt. Eigentlich hatte ich nur einen Wandlerschaden und habe daraus Getriebeschaden gemacht. Und ja, das war auch so eine Sache, die habe ich natürlich nicht selbst gemacht. Die wurde halt überholt. Da drin ist alles neu, Gehäuse ist aber halt gleich. Neues Getriebe sozusagen. Und seitdem fahre ich die Karre kaum noch eigentlich. Aber ich habe den ja bei 193.000 gekauft. Februar letztes Jahr, beziehungsweise Ende Januar habe ich den angemeldet. Und der ist jetzt schon bei 210.000, mehr als 210.000. Obwohl der jetzt, wenn ich Getriebeschaden abziehe und einen Monat, was der vorher stand, muss ich mir vorstellen, 8 Monate oder so bin ich die Karre nur wirklich gefahren. Den habe ich halt im November geholt. Ist auch so eine Baustelle für sich. Aber der Satz Felgen vom Mercedes kostet mehr als das Auto. Deswegen ist das. Problematisch. Rausgenommen habe ich den momentan, weil ich einfach keine Lust mehr auf diese Leute hatte. Du hast halt ein bestimmtes Klientel an Leuten, die so ein Auto haben wollen. Vor allem, wenn du den günstig inserierst. Immer relativ günstig. Deswegen, da kannst du den lieber abgemeldet stehen lassen, bis du ihn wieder anmelden kannst. Und dann brauchst du den Leuten das nicht zu erklären, warum du das Auto abgemeldet hast und so. Das ist einfach nur nicht. Ich meine, es gibt Leute, wirklich. Egal, Digga, da müssen wir ein eigenes Video drüber machen. Ich meine, das ist. Auspuffgeschwürzt. Ach so, ja, stimmt. Die Krankheit bei denen. Die Krümmer waren zerrissen, beide Seiten, rechts und links. Die habe ich halt geschweißt. Und ansonsten, Alter, die ganzen Monate hatte ich gar keine Probleme. Ich bin ja auch nicht wenig gefahren. Mehrere Felgen gekauft. Junge, erinnere mich nicht daran. Ich habe mir erst Felgen für den W212 geholt, die E-Klasse nach dem. Die fassen vorne einfach nicht. Also. Narben, Durchmesser, Lochkreis und so, passt alles. Aber die Narbe ist so breit hier, dass die Felge, also ihr müsst euch denken, das waren Barracuda-Felgen, die sind einfach nicht drüber gegangen. Und die Mitte hier konntest du bei denen nicht abmachen und ging einfach nicht. Dann habe ich ja halt irgendwann gesagt, leck mich, ich hole mir andere. Und für die Kenner, die sehen hier jetzt kein AMG-Logo, die dürft auch raten, warum. Ich habe die schwarz lackieren lassen, aber die sind zu dick lackiert. Das passiert, wenn du das für 3 € um die Ecke machen lässt, sozusagen. Aber was willst du machen? Aber es sind schöne schwarze Felgen. Wenn Getriebe ruckt, das Auto will nicht mehr fahren, dann lass das liegen und ruft sofort ADAC an, Alter. Ach ja, ich habe die berühmte Krankheit direkt mit Brom beheben lassen, weil das Getriebe ja eben runter musste. Der hat jetzt eine neue Kurbelwellendichtung. Dieser Simmerring, was halt immer undicht ist, seitdem, Alter, überhaupt gar kein Ölverbrauch mehr, null. Das haben wir. Macht kein Auge, Jungs. Das Auto soll kein Geld mehr kosten. Ja.
Der hat eigentlich überhaupt gar keine Probleme mehr. Nur PLC funktioniert nicht. Und da ist wahrscheinlich ein Steuergerät defekt, weil halt alle Sensoren gemeldet werden. Ich habe auch zwei Stück geholt, Originale bei Mercedes, 200 Euro. Zwei Stück. Und hat halt trotzdem nicht funktioniert und seitdem hatte ich eh keinen Bock da drauf. Weil ich fahre eh nicht in der Innenstadt oder so. Der Karre irgendwo in enge Dingens einparken und so mache ich halt auch nicht. Deswegen ist eigentlich unnötig, da jetzt noch Geld zu investieren. Ja, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Das war's zu, was mit dem AMG passiert. Also er ist nur da, er ist abgemeldet. Er kriegt Saisonkennzeichen und dann sind wir im Sommer wieder inshallah unterwegs. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Video. Viel Spaß.